Im November wird es sein, dass wir in der Früh kein Pokémon Go mehr haben, sondern Sport, Frühsport. Ich will jetzt bis Dezember, bis 31.12. abnehmen, 90, auf 90 Kilo wieder runter. Und dazu werde ich in der Früh jetzt Ring Fit wieder spielen, eine Stunde, oder Gymnastik machen, Sport machen, Gymnastik. Danach um 8 bis um 9 kommt ein Indie-Spiel, weil wir bekommen ja Gott sei Dank jetzt, danke dafür, sehr häufig Spiele gratis. Und die werde ich dann zeigen in der Stunde. Jetzt, wenn ich Urlaub habe, wird das live sein wahrscheinlich und kein VOD, wie es drin steht, aber richtet euch darauf ein, dass es oft nicht live sein wird. So. Also, wir waren stehen geblieben hier. Zwischen 12 und 14 Uhr kommen Game Pass-Spiele. Ich zahle ja jeden Monat meinen Game Pass und ich spiele zu selten. Und ich werde auch häufiger angesprochen wieder, warum machst du nicht wieder Game Pass-Sachen? Warum zeigst du denn da keine Game Pass-Spiele? Ab sofort, also ab 1. November, kommt jeden Tag um 12 bis 14 Uhr werktags ein Video mit einem Game Pass-Spiel. Mittags um 3 kommt weiterhin dem Hannes sein Paper Mario-Video. Auch VOD. Hannes macht derweil nichts live, also alles, was Hannes ist, ist immer VOD. So, dann Pokémon, ganz wichtig für unsere Pokémon-Freunde. Jeden Montag, Donnerstag, Freitag bin ich jetzt in Zukunft von 5 bis 6 wieder, also unsere Winterzeit Pokémon, bevor es ganz dunkel wird, beginnt jetzt im November. An den Tagen, wo Pokémon um 6 fertig ist, kommt direkt im Anschluss live Multiplayer, weil Gruppenzock ist ja hauptsächlich Multiplayer, ein Multiplayer-Kanal. So, jetzt kommt der Hauptabend. Also das war jetzt so tagsüber und abends vom 2. November bis zum 9., wenn die neuen Konsolen kommen, spielen wir Made of Skur. Wenn wir Made of Skur durch haben, dann gibt es noch ein anderes Horrorspiel. Das werde ich mir dann zulegen. Wahrscheinlich, also ich sag mal, wenn nichts dazwischen kommt und wenn das Geld reicht, dann werde ich mir das zulegen. Und ganz wichtig, der November steht im Zeichen von Assassin's Creed. Ab 9. November kommen 14 Tage am Stück jeden Abend Assassin's Creed 2 Stunden live. Das ist die Assassin's Creed Mega-Woche. Ab 9. November immer am Abend Assassin's Creed Valhalla. Und sobald Assassin's Creed durch ist, kommt dann gleich Cyberpunk. Aber dazu dann später mehr. Ab dem 23. geht dann der normale Markus-Abend-Zeitplan wieder weiter. Also Montag, Mittwoch, Donnerstag bin ich live mit Assassin's Creed auf Facebook, Twitch und YouTube. Und Dienstag und Freitag bin ich da auch live, aber nur auf Facebook und YouTube. Das ist der rote. Wenn auf dem Wochenplan rot ist, bin ich nur auf Twitch und auf YouTube. Channel blende ich da jetzt oben ein. So. Kommen wir dann ganz kurz zu, wie ihr das erkennt, ob etwas live ist oder nicht. Da gehen wir kurz hier auf den Livescreen. So, wenn in Zukunft bei allem, von was ich produziere, ist oben links, da steht Gruppenzock und ob es jetzt live ist, eine Wiederholung oder was Neues. In dem Fall, Neuheit bedeutet, dass ich nicht live jetzt vor Ort bin, sondern das aufgenommen habe. So, Rerun. Wenn ich dann mich doch mal entschließe, eine Pokémon-Folge zu wiederholen, weil die besonders lustig war oder besonders informativ, dann wird auch bei Pokémon-Wiederholungen jetzt oben Rerun stehen. Also das Gruppenzock, ich werde das dann eben noch highlighten. Das Gruppenzock und die Info ist jetzt fix bei allen, was ich stream dabei. Wenn da oben live steht, ist es auch wirklich live. Es kann passieren, wenn ich beim Aufnehmen zu dumm bin und das vergesse. Dass auch mal bei einer Wiederholung live steht, dann tut es mir leid, dann war es keine Absicht. Wenn live oben dabei steht, bin ich immer auch physisch live. Versprochen.